Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de. Vor Corona kann ich euch leider nicht schützen, aber vor einem unbefugten Zugriff auf eure Logo. Und zwar, ich wurde gefragt, ob die Möglichkeit besteht, über das TDE einen Passwortschutz zu machen. Ja, diese Möglichkeit besteht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine hier ist relativ einfach und die andere ist ein bisschen komplizierter, aber dafür auch die sichere Möglichkeit. Fangen wir einfach an mit der einfachen Version. Ich drücke mal die Taste F3, dass wir in unserem Testmodus sind. Ihr seht hier Passworteingabe Pfeil hoch und die Eingabe dann zur Bestätigung mit Pfeil runter. Mein Passwort ist jetzt die 15. Wenn ich jetzt eben 15 mal drücke und dann bestätige, dann bin ich jetzt eben in diesem Administrator-Ebene oder Parametriermodus, wie auch immer. Zum Abmelden muss ich eben die Pfeil hoch und Pfeil runter Taste gleichzeitig drücken. Tue ich das, dann bin ich jetzt wieder hier in diesem Eingabefeld. Wie funktioniert das Ganze? Im Prinzip ist ganz einfach. Ihr seht hier, ich habe hier einfach einen Zähler, einen Vorwärts-Rückwärts-Zähler und der ist auf 15 eingestellt. Da kann ich jetzt welche Zahl auch immer ich einstellen möchte, 20 oder irgendwas, muss aber darauf achten, dass die Auszahl dann eben ein Wert höher liegt, denn sonst Entschuldigung, hätte ich eben mehrere Möglichkeiten der Passworteingabe. Mit 2, ich gehe mal zu 15, mit dem C2, mit der zweiten Taste, wird dann die zweite Bedingung vom UND erfüllt und mein Selbstschalterrelais wird freigeschalten. In diesem Fall könnte ich jetzt hier hinten noch weitere Menüs anhängen oder verschiedene Sachen. Also alles, was ihr in diesem Modus jetzt parametrieren möchtet, das ist dann im Prinzip alles nach diesem Selbsthalterrelais. Dann C2 und C1 gedrückt, resettet sich das Ganze. Warum ist dieser Teil hier nicht so arg sicher? Das hat eigentlich den einfachen Grund. Dieser zweite Block B008 bei mir, könnt ihr eine Maximalzahl einstellen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt hier 100 drin steht, das heißt, ihr hättet jetzt theoretisch 100 Eingabemöglichkeiten und könntet jetzt hier die Zahl 81 einstellen. Jetzt müsste ich 81 mal drücken, bis ich das Passwort eingegeben habe. Das ist, finde ich, relativ viel Aufwand. Außerdem, wenn ich jetzt die 82 gedrückt habe, müsste ich ja nochmal drücken, bis ich wieder am Anfang bin. Schauen wir uns mal die etwas schwierigere Variante an. Hier habe ich eben den Vorteil, dass ich viel mehr Zahlen einstellen kann. Das Passwort machen wir jetzt einfach mal 110 und aus ist dann logischerweise die 111. Der Wertebereich geht in diesem Fall jetzt mal bis 200. Natürlich kann ich hier auch eine viel höhere Zahl wählen. Das bedeutet nur, ab wann der Zähler wieder auf 0 springt. Schauen wir uns einfach mal an. Ich habe jetzt also hier die Möglichkeit der Passworteingabe und zwar kann ich jetzt hochzählen und ich kann auch runterzählen. Das ist deswegen wichtig, wenn ich jetzt die 110 habe und ich bin bei 113, wäre es blöd, wenn ich einmal über 200 gehen muss, um dann wieder neu anfangen zu zählen. Soweit ist ja mal wie vorher, nur dass ich jetzt hier mit diesem kleinen Bereich hier eben wählen kann, wie schnell das geht. Ich bleibe jetzt mal drauf und wenn ihr den Block hier beobachtet, dann seht ihr, dass nach 2 Sekunden der weiterschaltet und dass die Zahlen jetzt ganz, ganz schnell laufen. Wie man sieht, jetzt bin ich schon, obwohl ich nur kurz gedrückt habe, bei 121. Jetzt muss ich halt kurz zurück zu 110, bestätige mit C3 und bin dann eben in der Administrator-Ebene drin. Auch hier ist ein Fehler drin, sehe ich gerade. Das ist nicht die Pfeil-Runter-Taste, sondern ich muss C3 drücken und C1, dann bin ich wieder draußen. Also, der Vorteil hier tatsächlich, wenn ich jetzt hier lange auf der Taste bleibe, am Anfang geht es langsam und dann geht es eben ganz, ganz schnell. Das heißt, ich bin relativ schnell bei meiner 110. Bin relativ schnell bei der 110 und vor allen Dingen kann ich jetzt auch höhere Passwörter wählen. Man sieht auch, wenn ich jetzt lange auf einer Zahl bleibe, dann hüpft die wieder zurück. Auch das finde ich persönlich relativ wichtig, einfach damit nicht irgendwo das stehen bleibt. Also ich gehe zu 110, der Rest bleibt gleich. Die erste Bedingung hier ist erfüllt. Ich bestätige mit C3, bin also im Modus drin und fertig. Wenn ich jetzt C3 und C1 drücke, also nicht wie hier, sorry, der Pfeil ist falsch hier, C3 und C1 drücke, bin ich eben wieder draußen. Genau, ich kann also ganz einfach machen oder wenn ich lange drauf bleibe, dass es dann eben relativ schnell zählt.
bin ich jetzt dann eben zu weit, bin ich bei irgendwie 120 oder so angekommen, weil es ja ziemlich schnell geht, kann ich einfach mit 1 zurückgehen. Genau, das ist jetzt eben der Vorteil, dass ich hier eben wesentlich höhere Zahlen einstellen könnte. Ich könnte es natürlich auch sagen, ich nehme als Passwort hier die 220, müsste dann natürlich bei 221 resetten. Und jetzt ist es so, wenn ich hier 221 Zahlen durchprobieren muss, bin ich wesentlich länger beschäftigt als natürlich mit den 30 Möglichkeiten, die ich hier habe. Und die Geschwindigkeit, finde ich, mit der ich sie eingeben kann, je nachdem, wie oft ich daran muss. Ich kann natürlich auch hier die Zahl 12 oder 13 nehmen. Je höher natürlich, glaube ich, desto sicherer ist es auch, weil man vermutlich von Anfang an durchprobiert. Genau. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Es gibt theoretisch auch noch einfachere Möglichkeiten. Ich kann natürlich auch, wenn ich hier, wenn das hier meine Eingabe vom Passwort ist, könnte ich da natürlich auch einen Schlüsselschalter hinbauen. Das heißt, ich könnte den Eingang machen mit einem Schlüsselschalter und sage, nur wenn dieser Schlüsselschalter aktiv ist, nur dann kann ich irgendeine Eingabe machen. Oder ich könnte natürlich auch sagen, wenn C1 und C2 gleichzeitig gedrückt wird, oder ich könnte auch sagen, wenn C3, C2 und C1 gleichzeitig gedrückt wird über eine Unverbindung, nur dann wird es freigeschaltet. Oder ich könnte über hier so einen Zähler machen, wenn länger als 5 Sekunden gedrückt wird. Also das könnte ich prinzipiell alles machen. Ich könnte jetzt wirklich diesen Zähler hier nehmen. Oder einfach noch, ich könnte eine Einschaltverzögerung nehmen und könnte die an die Taste hier anschließen und könnte sagen, ich mache 3 Sekunden Einschaltverzögerung und drücke die Taste. Genau. In dem Moment, wo ich die Taste wieder loslasse, vor diesen 3 Sekunden passiert nichts. Erst wenn ich 3 Sekunden gedrückt habe, zack, erst jetzt würde das Menü tatsächlich dann aufgehen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten über Tastenkombinationen, über eine Einschaltverzögerung oder eben über Zähler. Die Möglichkeiten gibt es. Da muss man ein bisschen kreativ sein und dann funktioniert das Ganze. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir jetzt gefallen oder euch gefallen und bringt euch hoffentlich auch was.